Willkommen zurück bei Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video zwei Klassen angeschaut, die beide Value Objects repräsentieren und haben festgestellt, dass ein großer Teil an Code-Duplizierung eben vorliegt. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir diesen Code beispielsweise in eine Basisklasse auslagern könnten. Haben aber festgestellt, wir müssen dazu irgendwie wissen, wie die Felder einer entsprechenden Klasse, die eben ein Value-Object sein soll, aussehen, ohne dass wir in dieser Klasse wirklich eine Referenz drauf haben. Und es wäre ja auch nicht sinnvoll, dass wir in dieser Klasse eben versuchen, diesen Parameter in bestimmte Typen zu casten, damit wir eben an dessen Felder rankommen können. Auch weil das eigentlich gar nicht möglich ist, denn diese Felder sind private. Dann habe ich ganz am Ende eben gesagt, wir können, um das zu bewerkstelligen, einen sogenannten Mechanismus einsetzen, der eben Reflection heißt. Und wir schauen uns in diesem Video genauer an, was denn Reflection ist. Und was wir dazu machen ist, wir schreiben uns einfach mal eine Klasse, die Konsolentypdarsteller heißt. Und in dieser Klasse werden wir Reflection einsetzen, um, ohne dass wir andere Typen kennen, auf dessen Typinformationen zugreifen zu können. Was heißt das? Wir können eben erstmal den Namen auslesen, welche Art von Typ eben hier uns übergeben wurde. Und wir können natürlich auch die Members auslesen. Und das schauen wir uns am Beispiel von Methoden einfach mal genauer an. Also, um überhaupt Reflection nutzen zu können, brauchen wir ein sogenanntes Type-Objekt. Und das bekommt man auf zwei Weisen. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Was diese Klasse eben haben soll, ist zwei Methoden. Also besser gesagt, eine Methode gibt Typinfos aus, die aber überladen ist. Einmal kann man dieser Methode einfach irgendein Objekt geben. Und wir überprüfen natürlich, ist dieses Objekt auch ja nicht null. Und dann rufen wir eben eine private Implementierung auf. Und was wir hier machen ist, wir rufen auf Object getType auf. Diese Methode haben wir uns schon mal etwas genauer angesehen, als wir die Object-Basis-Klasse besprochen haben. Und mit dieser getType-Methode bekommt man eben, hier sieht man es im Tooltip ganz links oben, ein Type-Objekt zurück. Und in diesem Type-Objekt sind alle Informationen zu einem Typ gespeichert und man kann sich dann genauso wie eben auch eine Klasse beispielsweise strukturiert ist, dann Schritt für Schritt durch diese Informationen durchhangeln. Das schauen wir uns dann gleich noch an, wie das genau funktioniert. Ja, die andere Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir eben hier eine generische Methode angeben. Der geben wir eben einen Parameter t zurück, mit, der ein Generic ist und keine Parameter. Und was wir hier eben machen können, ist, wir können ebenfalls gibTypInfos aus aufrufen und wir nutzen den TypeOf-Operator, um eben an das Type-Objekt eines Typs heranzukommen. Also, das sind die zwei Möglichkeiten, die existieren. Wir haben hier eben einmal ein Objekt. Wenn wir ein Objekt haben, können wir direkt getype darauf aufrufen. Dann bekommen wir dieses Typobjekt oder wir nutzen eben den TypeOf-Operator. Und das beides soll letztendlich in dieser privaten Methode münden. Also dieser Aufruf geht jeweils hierhin und genauso dieser Aufruf. Und wir können jetzt dieses Typobjekt nutzen, um eben
bestimmte Informationen über das Objekt oder diesen aufgelösten Generic, den wir hier haben, beziehungsweise die Typen, die dahinter stecken, zu bekommen. Wir schauen uns mal kurz die API dieser Klasse an. Wir sehen, aha, das ist eine abstrakte Klasse. Also wir werden wahrscheinlich eigentlich mit einer Subklasse zu tun haben. Wir sehen, hier sind eine ganze Reihe an Members definiert. Also ziemlich viel Abfragen. Wir können hier zum Beispiel gucken, ist das ein Typ, der eben gesealed ist oder gelockt. Man kann also nicht von ihm ableiten. Ist not public, ist interface und so weiter. Also sehr, sehr viele Eigenschaften, wie wir hier sehen. Und wir werden uns jetzt im Verlauf dieses Konsolentyp-Darstellers einfach mal genauer anschauen, welche Sachen hier wichtig sind. Unter anderem zum Beispiel Get Members, damit kriegt man eben alle möglichen Members, die man haben kann. Hier haben wir Get Methods, damit kriegt man eben Methoden. Und ja, so schaut das Ding aus. Also sehr, sehr viele Members und diese Klasse hat auch eine unglaubliche Länge von über 3000 Zeilen. Also eigentlich etwas, was man versuchen sollte zu vermeiden. Wir gucken jetzt uns aber mal die wichtigsten Sachen an. Also das Erste, was ich hier in dieser Methode machen soll, will, ist, ich gebe die Typart aus. Dazu erstelle ich mir eben eine Methode. So, und was ich hier machen möchte, ist eben, ich gebe hier die Typart aus und die kann man sich eben holen, indem wir erstmal gucken, ist dieser Typ, den wir hier bekommen haben, eine Klasse. Wir kennen ja auch schon andere Typen, beispielsweise Interfaces, Strukturen habe ich auch schon erwähnt, wir haben sie aber noch nicht explizit besprochen. Aber wir können hier eben fragen, ist dieser Typ eine Klasse? Dann geben wir eben den String Klasse zurück. Und ansonsten kann ich eben fragen, ist das ein Interface? Nicht find, sondern is Interface. Wenn das der Fall ist, gebe ich eben Interface oder Struktur dann letztendlich zurück. Diese Abfrage ist nicht komplett. Für unsere Zwecke hier reicht es aber erstmal. Also es gibt noch zwei andere Typen, das sind Enumeration und Delegates, aber die wollen wir jetzt hier erstmal nicht beachten. Und dann gebe ich einfach auf der Konsole aus, dass ich eben hier diesen Klassennamen habe und hier diese Typart. Und man kriegt eben, also eigentlich nicht Klassenname, sondern den Typname, den bekommt man einfach über Name. Und die Typart haben wir uns ja hier gerade berechnet. Also hier wird dann quasi der einfache Name ohne Namespace. Wer den Namespace mit dabei haben möchte, der nimmt den Full Name. Das ist dann eben der Full Qualified Name eines Typs. Und wenn wir zusätzlich den Namespace hier unten noch angeben möchten, in dem dieses Objekt liegt, dann können wir eben hier Typ.die Eigenschaft Namespace aufrufen. Dann bekommt man eben hier ein String, in dem der Namespace steht, in dem dieser Typ geschrieben wurde. So, dann machen wir hier eben eine Linie und schließen das Ganze noch mit einer Leerzeile ab. Also man sieht, man kann über dieses Typobjekt eben auslesen, dynamisch. Wir haben ja hier in diesem Fall keine statische Info, um welchen Typ handelt es sich hier überhaupt. Wir benutzen eigentlich bloß dieses Type-Objekt, um eben uns diese Informationen dynamisch zur Laufzeit zu holen. Wir wissen hier jetzt noch nicht wirklich, wenn diese Methode aufgerufen wird, welcher Typ dahinter steckt. Okay, das nächste, was ich machen möchte, ist, ich gebe hier die Methoden aus. Und gebe dieser Methode natürlich auch den Typ mit. Ich stelle mir hier diese Methode. Und was ich hier eben machen möchte, ist etwas komplizierter. Ich fange hier erstmal an, dass ich mir die sogenannten Method Infos hole. Und das ist ein Array von Method Info.
ich mal Methodeninfos auf Deutsch und nehme hier eben getMethods, diese Methode. Und über diese Methode bekomme ich eben ein Array zurück, in dem alle Methoden, die in einem Typ definiert sind, eben aufgelistet sind. Also beispielsweise, wenn ich hier ein Objekt vom Typ Gehaltsrechner reingebe, dann hätte dieser Array bloß einen Eintrag, eine Method Info, die eben diese berechnete Gehaltserhöhung Methode beschreibt. Wenn ich mir die, was hatten wir denn noch? Farbe beispielsweise. Wenn wir uns diese Klasse anschauen, dann hat diese eben die Methoden equals, nochmal equals getHashCode und toString. Soweit ich bin mir gar nicht sicher, ob Operatorenüberladungen als direkte Methode zählen, könnte sein. Ich weiß es nicht auswendig. Was aber definitiv nicht dazu zählt, sind Eigenschaften und Felder. Die würde man eben über andere Methoden auf Typ bekommen. Dazu müsste man eben getProperties aufrufen oder getFields oder das letzte, was in Klassen beispielsweise möglich ist zu definieren, ist eben getEvents. So bekommt man eben die unterschiedlichen Typen, die hier eben möglich sind. Wir möchten uns jetzt aber auf diese Methoden konzentrieren. Und dann gucke ich eben gleich, sind diese Methodeninfos, deren Länge gleich 0. Dann mache ich eine Console-WriteLine, dass eben dieser Typ enthält keine Methoden. Und dann sofort den Return. Und wenn das eben nicht der Fall ist, also wenn unser übergebener Typ Methoden hat, dann gehe ich eben durch diese Methodeninfos durch und kann jetzt genauso wie es beim Typ auch der Fall war, eben auf den Namen dieser Methodeninfo zugreifen, indem ich hier eben einfach auf die Name-Eigenschaft dieser Info zugreife. Also genauso wie bei Typ, wie wir das hier unten ist es jetzt mittlerweile hier gemacht haben, kann man eben sich den Namen einer Methode holen, indem man einfach .name schreibt und auf diese Eigenschaft dadurch zugreift. Dann nutzen wir eben Methodeninfo isStatic, um abzufragen, ob diese Methode statisch ist. Was wir dann machen ist, wir fügen eben hier statisch dahinter ein. Wenn das nicht der Fall ist, dann benutzen wir einfach einen Leerstring. Und was wir dann machen ist eben, ich mache hier mal ein write bloß drauf, damit wir hier eben diesen ist-statisch-Text noch dahinter klemmen können. Und danach möchte ich eben ausgeben, hat diese Methode einen Rückgabetyp. Das mache ich so. Und diese String, den konkateniere ich eben mit Methodeninfo.returnType. Also man kann hier sozusagen jetzt über den ReturnType dynamisch auslesen, was ist denn das wiederum für ein Typ? Also man bekommt hier, wenn man genau hinzoomt, auch wieder bei ReturnType ein Typobjekt zurück. Und da wissen wir ja schon aus, gibt Typinfos aus, dass wir da einfach auch wieder Name einsetzen können, um festzustellen, welchen ReturnType diese Methode hat. Dann nutzen wir eben Parameterinfo. Die können wir über die Methodeninfo bekommen, indem wir hier getParameters aufrufen. Und auch hier können wir eben sagen Parameterinfos. Wenn dieser Array eben leer ist, dann können wir console.get
WriteLine. Diese Methode hat oder besitzt keine Parameter. Und ansonsten können wir eben hier mit console.write wieder Parameter angeben. Und dazu laufen wir eben durch diese Parameter-Infos durch. Wir machen hier einen console.write. Geben hier eben über Platzhalter wieder den Namen des Parameters und dessen Typ an. Ähnlich wie wir es bei der Typangabe unten auch gemacht haben. Und danach machen wir noch ein Komma und ein Leerzeichen. Und dann nehmen wir eben Parameterinfo Name und Parameterinfo ParameterType.name. Da muss ich natürlich eine 1 angeben. Also, was passiert hier? Nochmal kurz, wir rennen eben durch die Parameterinfos einer Methode durch, sofern diese eben überhaupt welche hat. Und dann geben wir einmal den Namen des Parameters aus. Also wenn wir hier wieder beim Gehaltsrechner sind, wäre das eben hier Mitarbeiter, klein geschrieben. Und dann geben wir den Typnamen aus, das wäre eben groß geschrieben Mitarbeiter, dieser Typname hier. Okay, wenn wir das geschafft haben, machen wir am Ende eben ein console.write-line, damit wir die Zeile abschließen und ganz am Ende auch nochmal ein write-line. Okay, dann wollen wir mal diese Klasse einsetzen, die wir hier geschrieben haben. Und deshalb nehmen wir erstmal diesen Code hier weg, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Und schauen uns jetzt an, wie wir diesen Konsolentypdarsteller einsetzen können. Wir bauen uns erstmal eine neue Instanz dieses Objekts. Und was wir dann eben machen können, ist, dass wir uns ein Objekt initialisieren beispielsweise und direkt mal die Typinfos aus, aufrufen und dieses Objekt hier übergeben. Dann schauen wir uns mal an, was hier eben passiert. Und wir sehen hier eben, dass wir jetzt auf der Konsole, wir haben jetzt eben stehen, wir haben hier diesen Typ analysiert, der heißt eben Object, ist eine Klasse, liegt im Namespace System. Und hat eben folgende Funktion, toString, die eben Rückgabetyp von String hat. Und diese Methode hat keine Parameter. Wir haben hier die equals-Methode, die einen Rückgabetyp von Boolean hat und eben einen Parameter namens Object entgegennimmt, der ein Object ist. Dann haben wir die equals-Methode, die statisch ist, die kennen wir ja. Die reference-equals, die ebenfalls statisch ist, hat den Rückgabetyp Boolean und kriegt eben zwei Parameter hier in diesem Fall. Und wir haben noch die getHashCode-Methode, die hat auch keine Parameter, genauso wie getType. Und wir sehen eben, das ist Reflection. Wir können eben über diesen getType, wir werden auch gleich nochmal durchdebuggen, wenn wir hier das uns ansehen. Wir werden hier, glaube ich, einfach nochmal ein console.write-line mit einfügen, damit wir etwas Abstand haben. Was ich jetzt noch machen möchte, ist eben, dass wir uns mal hier die Typinfos aus, beispielsweise mit List of String hier ansehen. Entschuldigung, iList of String, ich wollte auf dieses Interface kommen. Und wir debuggen jetzt mal durch, wie das Ganze hier wirklich aussieht, wenn wir uns eben der Reflection bedienen. Wir schauen hier nochmal kurz rein. Also wir überprüfen, ist das null? Ist natürlich nicht der Fall. Und hier dieses getType ist jetzt sozusagen der Auslöser, dass wir von diesem übergebenen Objekt den Typ bekommen.
Und wir sehen hier eben, wenn wir uns das anschauen, dass hier eben der Type System Object gemeint ist. Und sehen hier auch diese ganzen Informationen der API, die wir uns vorhin schon mal angeschaut haben. Und das sind wirklich eine ganze Menge. Ja, dann geben wir eben diese Sachen aus. Interessant ist jetzt eben auch, dass wir eine Überladung dieser Methode hier mit Generics, aufgelösten Generics angeben kann. Und wir holen uns hier eben mit dem TypeOf-Operator das Type-Objekt, landen aber trotzdem letztendlich hier unten. Und wir schauen jetzt hier nochmal kurz rein. Also wir gucken erstmal, ist das eine Klasse? Wird das sagen, nein, das ist ein Interface. Das heißt, hier wird letztendlich Interface drinstehen, wie wir hier sehen. Und wir haben dann eben hier den Typname und das Interface letztendlich auf der Konsole ausgegeben. Also hier unten steht dann iList. Wir sehen hier, dass intern, wenn wir Reflection einsetzen, nicht wirklich ein iList of t steht, sondern hier ein Hochkomma 1. Das heißt, dieser Typ ist eben generisch parametriert und hat einen generischen Parameter. Diese Darstellung zur Laufzeit ist eben anders, als wie wir sie gewohnt sind von Generics. Da ist eben hier dieses Hochkomma 1 die Schreibweise. Wenn wir mehrere Generics hätten, wäre dann, glaube ich, die andere. Also wenn wir beispielsweise zwei hätten, wie bei Dictionary, wäre es eben Hochkomma 2. Wenn ich mich recht entsinne. Auswendig weiß ich leider aber auch nicht. Okay, dann geben wir diese Sachen aus und hier die Methodeninfos. Das heißt, wir holen uns nochmal über diese Methoden hier eben alle Infos dazu und können dann durch diese Sachen durchlaufen und diese eben ausgeben. Hier haben wir auch Parameter dann bei einer Methode und es geht eben so weiter durch und so weiter. Also man kann sich quasi am Typobjekt eben die, wenn wir uns das nochmal hier bei der Farbe anschauen, am Typ selber kann man sich eben Felder, Konstruktoren, Eigenschaften, Methoden und Events holen. Und wenn wir dann eine Methode betrachten, hier beispielsweise diese Equals-Methode, dann können wir eben uns die Parameter direkt über dieses Methodeninfo-Objekt über getParameters holen. Den ReturnType kriegen wir über die Eigenschaft ReturnType, wenn ich mich recht wieder zurück entsinne, verzeihen. Genau, ReturnType. Und genauso wie sozusagen der Code runtergebrochen ist bzw. strukturiert ist, kann man eben dann sich auch über die entsprechenden Reflection-Typen, also wir haben jetzt Methodeninfo und Type und Parameterinfo kennengelernt. Wir lernen dann aber auch noch Fieldinfo, Propertyinfo und Eventinfo kennen. Kann man eben hier Reflection nutzen, um dynamisch zur Laufzeit die Members eines Typs zu bekommen und dann Informationen hier wie in diesem Beispiel auszugeben. Ich werde jetzt auch mal diese Methode verlassen mit Shift F11. Und wenn wir hier dann am Ende unseres Programms angekommen sind, dann sehen wir hier eben, dass ein List of T eben ein Interface ist und definiert eben die getItem-Methode mit Rückgabetyp String und Parameter Index, dann Index of Insert Remove Add SetItem, so wie wir es eben auch in den vorherigen Videos zu Collections kennengelernt haben. Ja, das ist die Vorstellung, was ist Reflection. Ich sage Ihnen jetzt aber noch, man kann nicht nur Infos zu diesen oder zu beliebigen Objekten einfach auslesen oder zu beliebigen Typen. Was man auch machen kann, ist, dass man eben diese Methoden beispielsweise jetzt über Reflection dynamisch aufruft. Und genauso gut können wir eben Feldinformationen dynamisch auslesen und dynamisch setzen über Reflection. Und genau das ist eben der Punkt,
der uns beim Value Object jetzt interessieren könnte. Wir könnten also hier in dieser Klasse Reflection einsetzen, holen uns den Type eben über T, das muss hier angegeben sein, und dann können wir uns eben über Reflection alle Felder besorgen, diese dann auslesen in der Equals-Methode, mit den Feldern des Feldwerten des anderen Objekts vergleichen. Und damit hätten wir jetzt endlich die Möglichkeit, dass wir diese ganze Funktionalität, die gegen das Dry-Prinzip verstößt, eben in eine Klasse auszulagern und dann diese Klasse sozusagen immer als Basisklasse einsetzen für jedes Value-Object, wenn man das möchte. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video machen wir uns noch etwas mehr Gedanken darüber, was eben möglich ist, oder was noch nötig ist, damit wir eben auf private Felder mit Reflection zugreifen können. Und ich sage nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.